So, einen winterlichen Effekt können wir ja auf allen Gläsern machen. Wie ihr sagt, ihr nehmt entweder alte Gläser oder alte Kerzengläser oder sonst was. Und dann habe ich hier so eine wunderschöne Satiniercreme. Ist extra für frostige Effekte. So. Ein Glas nehmen. Und dann auch schön auftauchen. Nachher trocken ist, ist das echt eine ganz coole Wirkung. Also, nachdem wir beglitzert haben, natürlich. Ne? Ihr könntet auch mit dem Pinsel aufstreichen, also das ist nicht das. Aber da ich ja nie mache, was man soll, weiß nicht warum. Und dann haben wir hier unseren Deko-Flimmer. Der kommt erstmal als erster drauf. Ja. Könnt natürlich jeden Glitzer nehmen, den ihr da habt. Momentan gibt es ja, wie gesagt, überall gut Glitzerflitzer zu kaufen. Zur Weihnachtszeit ja immer, auch gerade zum Basteln. Wir sehen all die Co, Lidl, die haben alle wieder was da. So. Diesmal hier wirklich am Boden so ein bisschen. Könntet natürlich auch mit Schablonen machen. Dann könnt ihr euch wunderschöne Effekte mit Schablonen zaubern. So. Wir zaubern alles festlich, inklusive die Hände. Muss so sein, glaubt mir. Man kann sich das natürlich irgendwo aufmachen und das Glas einfach eintunken. Aber dann hätte man ja nicht so viel Glitzer auf der Hände. So, das Ganze lasst jetzt auch einen kleinen Augenblick trocknen. So, dann nehmt ihr euch ein Stück Draht. Mir muss ja pink sein. Vorher kurz mal ein Glas hier halten, so rum, wer den braucht. Drehen wir da so kleine Schnäckchen von. So. Dann nimmt er den Draht. Am besten fangt mit einer runden Zange an. Nicht nur wir, aber jetzt hätte ich gar nicht davon. So. Und den Rest könnt ihr dann von der Hand. Je nachdem, wie groß die werden soll, wa? Das macht er auf beiden Seiten. Und dann nehme ich das einfach um mein Glas.
Glas rum und wie ich das so ein bisschen zusammen drehte, mal so, damit ihr das seht. So. Trocken ist es schon, da brauchst du ungefähr 15 Minuten. Schaut mal, ihr Lieben, ist das ein cooles Frostiert-Design. Und so schnell gezaubert. Und das glimmert. Ihr seht, keine Gläser wegschmeißen. Ich hatte das vorher ja auch mal mit so Zucker und so gezeigt. Aber das hat bei mir nicht so lange Wirkung gezeigt. Und von daher finde ich das natürlich wesentlich cooler. Könntet überall auftragen, auf Spiegel, auf sonst seht. Macht was her, wa? Vor allem ist auch mal ein schönes Geschenk. Schnell gemacht. Die liebe Ela hat ihre auch schon fertig. Die werde ich euch dann auch mal zeigen. Immer mit Schnee beglimmert, mit Frost und immer nur satiniert. Schön, ne? Sind die romantisch? Mhm. Ja.